Aber ich bin schon so leise. Du bist ja da rüber. Ich war dabei. Komm mal her. War ich gut. So, ja, nicht gut. Ja, also, ja, alles klar. Ich glaube, kann ich noch begleiten. Ich glaube, deine Gruß ist eine Gruß auf meiner Frau. Du sollst schon ganz los. Sieg, aber im Grunde genommen bin ich ja nicht verletzt. Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin, dass wir das Tempo noch lang durchhaben. Weißt du, ja. Warum ich so kaputt nicht genommen habe? Nee. Weil ich dich immer steil geschickt habe. Wenn du dich gedrückt hast, ja. Und ja, hast eine Abrede, dann hätte ich müssen für so jeder steil. Wir gleich hin und du fahren. Ja. Wie machen wir das da? Soll ich das da? Ja, ich muss mal gucken, wo wir Tisch haben, wo wir mal bloß habe ich da, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kriege Geburtstagskarte. Aber das vergesse ich nicht. Ja. Das habe ich mir immer scharf ausgesucht. Und das ist ein Brief vom Bundeskanzler persönlich. Ja. Dann haben sie mir geschickt und ich habe da die Kopie. Und wenn du mit einverstanden bist, und dann kann der Herr Zuber oder jemand kann das vorlesen vom Bundeskanzler. Ja, komm her. Ottmar Walder, 70 Jahre. Denkt man eigentlich mit Wehmut an die Zeit zurück oder sind die Erinnerungen immer noch mit viel, viel Enthusiasmus verbunden? Ja, normalerweise. Also ich, ist ja so, man sagt ja, ein Mann ist so alt, wie er sich fühlt, eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt. Also ich fühle mich noch nicht wie 70 und ich habe zwar einige Gebrechen in puncto von Verletzungen, Kriegsverletzungen und so weiter, die nachträglich operiert werden mussten, aber ich bin organisch vollkommen fit. Und deswegen steht die 70 nur bei mir auf dem Papier. Ich fühle mich entsprechend danach, noch lustig zu sein und fröhlich zu sein und mit meinen Mitmenschen, auch mit dem FCK, jedes Spiel mitzuzittern. Also Anzeichen von wegen von Ermüdung ist noch nicht gegeben. Jetzt mal eine Frage, was macht der Ottmar Walder außer Fußball in der Freizeit? Gibt es noch ein anderes Hobby?
Ja, Hobbys direkt. Mir wurde ja vieles weggenommen. Ich bin mal gerne leidenschaftlich gern Ski gefahren, aber auch Tennis, fing an Tennis zu spielen. Das sind alles Dinge, die ich aufgrund meiner Operation nicht mehr darf. Das Einzige ist, eine Wasserratte zu sein, und das ist ja, bei uns habe ich eine große Kabine am Geldershoch, eine feste Kabine. Und da bin ich natürlich bei jeder Stunde und jeder Gelegenheit bin ich beim Schwimmen da draußen. Ottmar Walter, jetzt wollen wir das Essen nicht kalt werden lassen. Von unserer Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, dass es für meine Begriffe ein hervorragender Tag wird. Ganz sicher, danke schön. Ja, danke schön. Tja, Horst Eckel, einer der Weltmeister. Herr Eckel, denken Sie mit Wehmut eigentlich an die Vergangenheit zurück oder freut Sie das immer wieder, wenn man so mit alten Kumpels hier, so das Gatt, was wir im Fernsehen jetzt gesehen haben, die alten Zeiten. Wie ist das, wie geht es einem da eigentlich, wenn man so das sieht? Das ist doch schon lange Jahre her. Ja, es war der Höhepunkt meiner Fußballlaufbahn und ich freue mich immer wieder, wenn ich mit meinen Kameraden zusammen bin, gerade wie heute wieder Anlass, 70. Geburtstag von Ottmar Walter, und es ist immer eine schöne Sache. Wie ist denn das eigentlich heute? Was macht der Horst Eckel in seiner Freizeit? Was für Hobbys hat er? Nicht nur Fußball. Ich weiß, dass der Fußball wahrscheinlich an erster Stelle steht. Was gibt es da sonst noch? Ja, ich bin also sportlich, wie ich immer schon war. Und ich habe Hobbys noch nebenbei, noch Tischtennis und spiele auch noch aktiv Tennis. Und sonst, die Gesundheit macht alles noch mit. Gibt es eigentlich irgendwelche Blessuren aus der Fußballerzeit? Ich habe ja auch viele Verletzungen gehabt, auch schwere Verletzungen. Aber ich habe das alles gut verkraftet und ich habe überhaupt keine Beschwerden. Ich kann ja heute noch mit 62 Fußball spielen. Horst Eckel, herzlichen Dank und für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Sehr verehrte Damen und Herren, die Fußballlegende Fritz Walter, jeder kennt ihn, brauche ich gar nicht vorzustellen. Ich will auch mal nichts über Fußball wissen. Ich will einfach mal fragen, wie war eigentlich das Verhältnis zum Bruder Ottmar Walter? War das geprägt durch den Fußball? Nein, wir waren ja drei Buben. Ich war in dem Fall, muss ich mich zuerst nennen, der Älteste, dann der Ludwig, Jahrgang 22 oder 24, dann kam die Sonja 26 und die Gisela Jahrgang 30. Und wir waren immer in dieser schweren Zeit, in den 20er, Anfang 30er Jahre, wo die Eltern eine Gastwirtschaft hatten in der Bismarckstraße. Da war oft Schmalhans Küchenmeister, aber wir waren eine Familie und da sind wir auch geblieben. Jetzt ist mir aufgefallen, der Ottmar Walter hat gesagt, er hängt ja auch noch sehr am Fußball. Sie sind noch sehr aktiv, auch in der Werbung. Ich werde den Satz nicht vergessen, vorhin, wie Sie reingekommen sind, Sie kennen Fritz Waldersek da. Ja, was gibt es da nicht noch ein bisschen Freizeit bei Ihnen, Herr Walter? Ja, die Pension läuft schon 7-8 Jahre. Meine Frau, die Italia, hält es mit Recht für ein Gerücht. Ja, ich bin ja nach wie vor bei der Firma Adidas, dann vor allen Dingen Repräsentant der Sepp-Heiberger Stiftung seit 10 Jahren, habe da schon weit über 150 Justizvollzugsanstalten besucht zum Zwecke der Resozialisierung. Eine sehr dankbare Aufgabe. Ich bin ein gern gesehener Gast. Die kriegen 30 komplette Satztrikots, 30 Paar Fußballschuhe, 2 Fußbälle. Und dann habe ich verschiedene andere Werbeverträge noch und kommt wieder ein Anruf wegen Autogrammstunde oder Talkshow. Das Interessante ist, nach 40 Jahren, die wir dieses Jahr feiern dürfen, Fußball-Weltmeisterschaft, die Termine werden immer mehr. Vollzugsanstalten besucht zum Zwecke der Resozialisierung. Eine sehr dankbare Aufgabe. Ich bin ein gern gesehener Gast. Die kriegen 30 komplette Satztrikots, 30 Paar Fußballschuhe. Das Interessante ist, nach 40 Jahren, die wir dieses Jahr feiern dürfen, Fußball-Weltmeisterschaft, die Termine werden immer mehr. Oder was noch interessanter ist, wir waren ja echte Amateure, über das Geld brauchen wir von der Zeit gar nicht zu sprechen, dass mein Marktwert in dieser Hinsicht, wo ich jetzt erwähnt habe, nicht gefallen ist, sondern gestiegen. Und das sehe ich absolut positiv. Aber ich kann auch sagen, mit ruhigem Gewissen, bei aller Bescheidenheit, ich sehe nicht nur das rein geschäftlich oder ich habe das nie gesehen, sondern ich bin all dort, bei diesen Firmen, wo ich war, kann ich immer wieder hinkommen. Da haben sich auch echte Freundschaften entwickelt. Und ja, was kann ich sagen? Das heißt, unterwegs ist nicht, da ist der Herr Walter, da ist der Walter Fritz, wie man hier so sagt, oder der Fritz Walter. Ich bin einfach Mensch geblieben und ich werde mich auch nicht mehr ändern. Und ich sehe das als ein erfülltes Leben. Fritz Walter, herzlichen Dank und auch Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ja, danke schön. Okay. Sie hat 2000 noch was Neues. Hoffentlich. Herrn Werner Liebrich aus der Meisterschaftself von 54. Mal eine Frage, Herr Liebrich. Was würden Sie heute einem jungen Fußballer mit auf den Weg geben in der heutigen Zeit? Ja, dabei bleiben, 100% sich vorbereiten, das heißt auch Kondition in allem und versuchen, sein Bestes, immer sein Bestes zu geben, damit er lange Jahre zum Stamm einer Mannschaft gehört.
Ist es eigentlich in der Kameradschaft heute ein Unterschied zu früher? Hat man früher mehr zusammengehalten? Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich keinen Kontakt habe mit der heutigen Mannschaft. Aber früher war auch eine ganz andere Zeit. Ich würde sagen, dass die frühere Kameradschaft sehr wahrscheinlich besser war. Genauso wie das auch in der Nachbarschaft, die wir heute nachgelassen hat, so war früher alles besser. Zu Ottmar Walter vielleicht auch ein kurzes Wort bezüglich der Kameradschaft. Wie war denn das bei euch früher? Ist man da durch dick und dünn gegangen? Ja, als der Otis nach Hause kam von der Gefangenschaft, da war zunächst mal Ottmar und ich waren eng befreundet und dicke befreundet. Und Ottmar war auch ein Typ, der genauso wie ich mit seinen ganzen Einsatz und Härte ins Spiel gegangen ist und hat auch bis zur letzten Minute nie aufgegeben. Herr Liebrich, auch Ihnen mal herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren und vor allen Dingen auch toi 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 für die Zukunft. Gute Gesundheit, alles Gute. Dankeschön.